Hi, hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch eine Revolution, eine Idee. Für Menschen, die nicht viel Geld zur Verfügung haben und sich aber denken, die brauchen eine Kamera und haben jetzt nicht Bock so auf gut Glück, sich selbst zu filmen und dann irgendwie das, ne, so im Fokus zu haben, weil sie kein... kein Klapp-Display haben, um sich dabei selber zu sehen. Mein Vlog, beim selber filmen, beim, weiß ich nicht, was auch immer. Gibt es ja die Möglichkeit, ne, dass einige andere Kameras, zumindest auf dem Markt, auch trotzdem HDMI-Anschlüsse haben. Oder auf jeden Fall Videoausgang. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man... mit Dingen arbeiten kann, die eigentlich sehr simpel sind. Ich sag mal kostengünstig. Also jeder von euch weiß, es gibt ja mittlerweile hier diese berühmt-berüchtigten Capture-Karten. Die gibt es für einen Apfel und einen Hering. Also so roundabout 10 Euro. Je nachdem, wenn er länger wartet, sogar auch nur 5 Euro. 30 FPS, Full HD, bla bla bla. Kann ich jetzt und will ich auch gar nicht näher drauf eingehen, aber es gibt sie. Und sie funktionieren. Und jetzt hat man einfach so eine Kamera und die Kamera hat jetzt nicht, man kann jetzt, oder man braucht ein größeres Display. Dann kann man tatsächlich sein Smartphone benutzen. Das kann man ja auch noch in so eine Halterung einspannen und dann auch auf den Blitzschuh drauf machen. Und dann kann man tatsächlich sein Handy mit dieser abenteuerlichen Konstruktion von, in dem Fall Mini-HDMI auf normal HDMI, da gibt es aber wahrscheinlich auch eine bessere Lösung. Ich habe jetzt das genommen, was ich zu Hause habe. So, ne? Und daraufhin gibt es ja dann die Lösung. Dann steckt man das quasi da rein, den Adapter, USB-C auf USB oder USB auf USB-C in dem Fall. Dann hat man, das gibt es garantiert auch flexibel. Ich meine, die Geschichte hier ist jetzt gerade sehr abenteuerlich. Aber der öffnet halt so ein paar neue Türen für manche Menschen, die einfach Bock haben, sich halt beim Film, will man sich ja eigentlich immer selber irgendwie so ein bisschen sehen, damit man weiß, dass man auch so richtig irgendwie so im Fokus ist. Keine Ahnung, ihr wisst schon genau, wie ich das meine. Vloggen, leider geil, leider gar nicht, leider alles im Arsch. Ja, aber das ist genau so, ne? Und ich sag mal, die Geschote hier kosten 20. Also ich werde mal gucken und werde euch irgendwie zwei Sachen mal verlinken irgendwie. Ich denke, vielleicht brauchen wir noch drei Teile, keine Ahnung. Ich habe hier drei Teile. 1, 2, 3. Ich habe sogar 4 Teile. Haha, 4 Kleinteile. Aber ich hatte sie. So, und man könnte jetzt zum Beispiel ja auch sich dann, ne, irgendwo, auch von mir aus mit einem kleinen anderen, es gibt ja auch verschiedene Größen, Tablet zum Beispiel. Das könnte man sich da was basteln und bauen, so dass man sich selbst... dann besser sehen kann. Oder man baut sich damit so ein, hat keinen Bock auf so ein Computerbildschirm da irgendwo in der Ecke. Wobei auch wenn man ein Computerbildschirm braucht, braucht man wahrscheinlich auch die Capture-Karte. Die das dann auf den Monitor übertragen. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also eine gute Sache, gute Idee, guter Tipp von mir. So, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich werde das mal anschließen und dann werde ich es euch mal zeigen, weil es funktioniert. Wie gesagt, meine Geschichte hier ist ein bisschen abenteuerlich. Ja? Ihr braucht dazu aber auch noch eine App. Ja. Und wisst ihr, in dem Fall könnt ihr die Zeit nutzen, die ich jetzt nutze, mal einen Daumen da lassen. Würde dem Algorithmus von YouTube gut tun. Dann sieht man meine Videos vielleicht mal ja auch. Irgendwelche. Sieht man manche irgendwie irgendwelche? Ach, vergesst es, aber andere. Also kostet man Daumen da und so ein Quatsch, ihr kennt das Spiel. Irgendwie guckt er meine Videos und macht das viel zu wenig. Aber ist auch Latte. Also ihr braucht dann die USB-Cam, das ist halt eine kostenlose App in dem Fall. Die werde ich euch auch unten in die Beschreibung mit reinlegen. Aber die sieht so aus quasi. Ne? Also USB-Cam. Einfach auch nur USB-Webcam eingeben oder USB-Cam eingeben im Play Store und ihr werdet da drauf stoßen. So, wenn ihr die installiert habt, dann
schließ dir die ganze Schote einfach mal an. Na? Alter Falter. Gibt ja auch so Hüllen für Handys, ne? Die braucht kein Mensch. So. Dann sage ich, okay, dann schmeiße ich das ganze Moped mal an. Zack. Und sage, okay. Und wie ihr seht, seht ihr Dinge, die wir gar nicht sehen wollen. So. Zack. So. Und ihr seht, dass diese Kamera das Bild aufnimmt. Seht ihr das? So. Und ihr könnt quasi selber verfolgen. In dem Fall ist das jetzt eine kostenlose App. Es gibt auch welche, die kann man bezahlen. Dann gucke ich dahin, obwohl ich dahin gucken muss. Und dann habt ihr die Möglichkeit auch, dass eben da keine Werbung mit eingespielt ist. Aber jetzt sage ich mal, die Latenzzeiten, die sind sehr angenehm, sind üblich für Monitore. Also man kann jetzt kaum in irgendeiner Form sagen, dass... man kann auch dann noch ganz viele andere Sachen machen. Man könnte jetzt noch aufnehmen, dies, das und so, bla bla bla. Aber wir verwenden es in dem Fall wirklich nur als Monitor. Aber ich spreche sogar hier rein und der Ton kommt hier mit raus. Das heißt, am Ende des Tages muss man mal einstellen, dass man hier nichts hört. So, ne? Weil sonst, da ist ja Banane dabei. Wobei man hört sich dann auch, also es kann auch vom Vorteil sein. Ne? Also ich habe jetzt gerade leider keine Möglichkeit, dieses Handy an diesen Blitzschuh hier dran zu machen. Ne? Aber jetzt seht ihr meine alles und auch wieder nichts. Und ich komme hier total durcheinander, weil ich wegen Überforderung gerade geschlossen habe. So, und dann ist das einfach auch so, und ich denke auch die Latenzzeiten sind sehr angenehm. Ne? Also ich glaube also, man... Ha! Ha! Guck! Also man kann damit leben, also ist ganz geil. Und es ist wirklich eine interessante Geschichte, weil es kostet nicht viel Geld, ja? Geht mal davon aus, es gibt... Oh, ich höre mich selbst und das nervt. Geht mal davon aus, ihr habt wirklich nicht viel Budget zur Verfügung und kauft euch jetzt aber eine gute Kamera, die halt ihren Display halt nicht drehbar hat, nicht ausklappbar hat. Aber ihr habt eben trotzdem... Ne, wäre ich da mal früher drauf gekommen, dann hätte ich mir vielleicht auch einiges erspart und wäre vielleicht auch noch auf was Geileres hängen geblieben, kameratechnisch. Und ja, in dem Fall hoffe ich, dass ich euch damit irgendwie wirklich so eine Idee, so einen Tipp, so einen Anschub, so einen Ansporn irgendwie, ne? Weil auch geil ist tatsächlich zum Beispiel, fällt mir mal gerade so ein, es gibt ja für so einige Herstellern von Actioncams, wo ich tief in die Tasche gegriffen habe, auch zusätzlich die Möglichkeit, sich einen zusätzlichen Monitor zu verbauen. Aber dann kostet so ein kleiner Monitor 80 Euro. Und wenn man überlegt, hier kriegst du eine Capture-Karte, ein bisschen Zubehör und bist du bei 20 Euro. Und wenn du vielleicht ein bisschen mehr Wert legst und sagst, okay, bist nicht geizig, legst auch einen Fünfer mehr drauf, dann bist du hier bei 25 Euro und deinen Monitor hast du sowieso immer dabei. Und wenn du eh am Ende des Tages vielleicht noch 2,50 für eine App ausgibst, um keine Werbebilder hier drin zu haben, dann hast du 30 Euro bezahlt. Weniger. Ich behaupte noch viel, viel weniger bezahlt man für den ganzen Kladderadatsch und Bums. Wenn, ne, so, und man kann dann halt auch mit halt, ne, für Handys gibt es ja auch so, dass man die auf so einem Blitzschuh hier oder so einen Schnellschieberadapter, keine Ahnung, wie man das nennt, ich bin da nicht der Profi, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dann kann man auch so da drauf befestigen und dann hat man eben die Möglichkeit, sich selbst zu sehen. So. Nicht lange schnacken, das war's. In dem Fall schieße ich das jetzt einfach so rohmaterialmäßig raus. Ich packe noch mein Logo da rein. Lasst einen Daumen da. Ich sag, wo auch immer ihr seid. Danke. Bis dahin. Tschüss.